Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen zu PlayerUnknown's Battleground. Hier sehen wir es auch nochmal. The Ultimate Life and Death Fight. Sehr schön. Wir zocken heute eine Runde Battlegrounds, weil ja, es rockt. Es ist einfach genial, das Game. Und ich bin mal gespannt, ob wir heute jemanden finden, den wir erledigen können oder vielleicht auch lange überleben, ohne jemanden zu finden. Wäre ja auch mal interessant. Aber gucken mal. Vielleicht mache ich auch jetzt dieses Stunden-Gameplay voll. Schneide daraus was Lustiges zusammen. Das könnte man auch mal machen, ne? Das ist viel Arbeit, aber es wäre mal was anderes, als wir sonst gemacht haben. Warum der Boden hier so hässlich ist, kann ich euch nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ach, okay, die Texturen laden einfach etwas langsamer als gedacht. Naja, macht nichts. So, ich persönlich mag das Spiel sehr und bin auch sehr zufrieden damit, dass es immer weiter geupgradet wird, immer aktuell gehalten wird, der Stand bleibt so, wie er ist. Das ist alles sehr gut und damit bin ich auch sehr zufrieden. Au, 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 ich möchte das nicht. Wo ist er? Hier, komm her. Ah, komm schon. Ich wollte ihm gerade noch auf die Fresse hauen. Hat er Glück gehabt. Wow, was war das? So, wir haben 93 Mitspieler, das sind ja schon mal ein paar. Wo kommen wir? Wir kommen hier unten links, ziehen hier so rüber. Wir könnten relativ früh abspringen, wobei das einige tun werden, glaube ich. Ja. Wir werden das auch tun, aber wir werden uns so in die Richtung da hinten begeben. Ist gar nicht so einfach, den kompletten Kurs zu ändern. Wenn man es aber dann einmal schon mal gemacht hat, dann geht es. Wenn wir jetzt sehen, wir sind hier in der Absprungzone gewesen und sind jetzt schon sehr weit rübergezogen. Und somit haben wir eigentlich, naja, die wenigsten Konfrontationen innerhalb der ersten paar Minuten, weil hier, ja, hier ist doch einer. Einer ist noch bei uns. Ein einziger, der landet aber woanders, glaube ich. Und nicht in unserer Nähe. Oh, nein, nicht auf dem Dach, nicht auf dem Dach, nicht auf dem Dach. Okay, wir landen auf dem Dach, cool. Kurz runter, macht ja nichts. Das habe ich leider nicht mitbekommen, wo er gelandet ist. Naja, im ersten Moment gar nicht so tragisch. Wir haben eine Waffe. Jetzt müssen wir nur noch damit umgehen können, dann hat sich das erstmal alles erledigt. Schrotflintenmunition, Pistolenmunition, ein weißes Hemd, sehr schön. Hier ist nichts. Ist auch nichts. Erweitertes Magazin. Sehr gut. Pistolenmunition. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch was Härteres finden. Ja, sehr gut. Eine M16, perfekt. Ist natürlich hart, wenn man so gesehen jetzt schon nichts mehr tragen kann. Ist das natürlich richtig gemein. So. Passen ein paar mehr Kugeln rein, immerhin. Ich glaube, das Mündungsfeuer passt nicht drauf. Dann lassen wir es auch direkt hier. Solange wir keinen Rucksack haben, brauchen wir keine unnötigen Sachen mitzunehmen, weil es einfach viel zu kompliziert wäre. Schusssichere Weste ist immer gut. Und eine braune Hose für draußen unterwegs zu sein, auch immer vom Vorteil. Wo ist die Zone? Oh, wir müssen uns bewegen. Nicht viel, aber ein bisschen. Was ich cool finde, ist, dass man die Sachen auch sieht, die man anzieht. Dass das halt nicht so, ja, ungesehen ist. Oh, was ist passiert? Okay, da ist der Sound wieder. Irgendwie haben wir ein kleines Soundproblem gerade gehabt. Ich muss mal kurz gucken, ob wir noch aufnehmen. Kurz Moment. Gut, die Aufnahme läuft weiterhin. Alles ist okay. Die 3 Minuten sollten wir vielleicht nutzen, noch einen Rucksack zu finden. Wäre schon irgendwie vom Vorteil, einen zu haben.
Weil wir finden bestimmt immer ein, zwei Waffen, die praktisch sind und wir können sie da nicht mitnehmen, weil wir keinen Rucksack haben. Geschweige, wir können ja aktuell keine Munition mehr mitnehmen, weil wir voll sind. Ja, links sind Schüsse zu hören, ist aber nicht unser Boot, kein Problem. Haben wir nichts mit zu tun. Ah, schade, ich hätte direkt am Anfang anvisieren müssen, dann hätte ich ihn vielleicht gekillt. Was natürlich cool wäre, wenn auch noch Sportwagen geben würde. Wird zwar das Szenario ein bisschen verfehlen, aber egal. Einfach so als Gadget ein Sportwagen. Ich will doch nicht sterben. Nicht so früh, bitte. Nein! Vorne steht was. Ich weiß nicht, ob es fahrbar ist oder nicht, aber es steht auf jeden Fall was. Hier ist aber auch kein fahrbarer Untersatz. Das gibt's gar nicht, Leute. Ist in dem Spiel nichts Neues und wäre sogar... Da vorne läuft er. Achtung. Kurz hier reinsetzen. Getan, sehr gut. So. Wir versuchen den zu überfahren, Leute. Halt! Ich will das Ding fahren. Nein. Fahrzeug ist der Reifen kaputt, Leute. Irgendein Arsch hat die Reifen zerschossen, somit ist das Fahrzeug nicht bewegbar. So ein Mist. Wie gemein. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo er langgelaufen ist. Könnte sein, dass wir dem voll in die Arme laufen, voll in die Falle. Super. Wir müssen durch die rote Zone, Leute. Egal. Überleben wir. Das ist so eine gemeine Scheiße. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Aua, aua. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Das ist so gruselig, wenn die Bomben hier vor einem runterkommen. Oh mein Gott. Schlimmer als jeder Horrorfilm. Schlimmer als... Oh mein Gott. Das war knapp. Gebe ich zu, das war sehr knapp. Überlebt. Aua. Da ist die Zone schon. So schnell kann es gehen. 3 Minuten 20 haben wir Zeit für die nächste Zone. Und die ist auch noch ein gutes Stück von uns entfernt. Der Typ geht mal auf den Keks. Wir sollen nur langsam gucken, dass wir hier vorwärts kommen. Sonst haben wir ein technisches... Oh, Leute. Oh, wow, von rechts, fuck, nicht von vorne. Nein. Oh, Platz 38, ja, schade. Ausgangslobby, nächste Runde. Weil es ist einfach der Bereich, wo man am besten relativ schnell Waffen herbekommt. Und die Kämpfe entstehen hier, ne? Also von daher... Kein schlechter Ort zum Abspringen. So, jetzt ein bisschen runter. Gibt natürlich auch Fahrzeuge hier. An gewissen Stellen stehen dann Fahrzeuge rum. Gerade würde ich keins sehen, aber es gibt genug Fahrzeuge hier definitiv. Ja. Vorsichtig. Sehr schön. Ich würde sagen, wir sind gut positiv gelandet. Auf jeden Fall haben wir direkt einen Rucksack, einen Motorradhelm und wir haben eine Polizeiweste. Den Erste-Hilfe-Koffer nehme ich grundsätzlich mit. Na komm, geh auf. Perfekt. Eine Kark. Und für den Nahkampf haben wir hier eine schöne Uzi. Stellt aber natürlich nicht klar da. Natürlich jetzt nicht so schön. Er hat hier die bessere Position als wir. Aber vielleicht sieht er uns nicht, wenn wir hier durchkrabbeln. Frage ist, ist er überhaupt noch da? Oder hat er sich schon verpisst? Oh, oh, perfekt. Weil ich denke mal nicht, dass er...
Weil jetzt wartet er dahinter so ein bisschen und ist, glaube ich, so noch ein bisschen am Verzweifeln. Oder er weiß ganz genau, woher die Schüsse kamen und hofft jetzt nur, dass er nicht drauf geht. Ich gehe schwer davon aus, dass er in diesem Eingang ist. Sonst wüsste ich nicht, wo er hin ist. Sehen tue ich ihn aber nicht. Sehr gefährliche Angelegenheit hier. Wo ist er? Ist er weg? Gibt's doch nicht. Ich glaube, der Penner hat sich verdrückt in der Zeit. Mich würde es total wundern, wenn der da jetzt nicht mehr drin wäre. Ah, fuck. Ah, fuck. Schade. Hätte ja klappen können. Militärbasis wäre eine Option. Hauptstadt ist eine Option. Wir nehmen hier vorne den Bereich. Ging aber hier hin. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Hier fliegt noch einer hin, Leute. Wir werden also direkten Kontakt erleben. Ich glaube, direkter als uns lieb ist. Oh mein Gott, hier fliegen ja ganz schön viele runter. Ja, das wird lustig, Leute. Das Gefühl, dass hier gleich schon die Action abgeht. Ich wusste es. So, dann gucken wir doch mal, wo die Kollegen stecken. Na komm aus deinem Loch. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Meine Kopfhörer sind wieder ausgegangen. Gerade jetzt. Haben wir, Leute. Ich bin gespannt, ob der Typ da vorne noch ist, mit dem wir unsere kleine Auseinandersetzung hatten. Aua, 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 aua. Fuck. Puh. Ich glaube, das war der Typ von gerade eben. Leck mich am Arsch. Das war knapp. Aber genau solche Battles gehören einfach in dieses Spiel. Sehr schön. So, wir sollten uns langsam Richtung Zielort begeben. Kann natürlich sein, dass da drin einer ist. Eine gute Möglichkeit zum Schießen hätte er von da. Hier die Häuserreihe ist noch interessant für uns vielleicht. Ja, wir gehen mal hin. Ich meine, Zeit haben wir genug. Eine Pistole, die ist, glaube ich, effektiver. Eine Gasmaske, Motorradhelm brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehört habe, aber ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Ich meine, ich kann mich da auch enorm täuschen. Ich wusste, dass ich einen höre. Wo ist der? Hier fährt ein Auto vorbei. Tür geschlossen. Ist uns eigentlich egal. Er hat auch keinen Grund rauszukommen. Von daher haben wir hier gerade eine Win-Win-Situation. Vorteil für uns. Wir können ihn von hier aus treffen. Ohne dass er einen Schuss auf uns geben könnte. Die Frage ist, inwieweit er bereit ist, diese Türe zu öffnen. Die Schüsse kommen von rechts. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Gut, damit hat er nicht gerechnet. Das ist auch gut so. Und zweifaches Visier. So, wir begeben uns mal weiter in die Mitte. Und ich hoffe natürlich, dass hier auf dem Turm, der sichtbar ist, da hinten fährt ein Auto, keiner steht. Sieht intakt aus. Könnte aber auch... Ne, ist kaputt.
Hier ist ein Fahrzeug. Wobei, genug Waffen haben wir, um uns zu wehren. Dann geht's ja. Den haben wir. Sehr schön. Wieder fahrendes Fahrzeug. Auf die Hoffnung, dass er uns nicht mehr hier laufen sieht. Sehr gut. Den haben wir. Also bis jetzt haben wir gute Karten, wir haben auch gute Kills gemacht. Die Frage ist nur, wohin jetzt? Ohne dass wir jetzt erwischt werden oder so. Muss mal gerade umschauen. Hier ist niemand zu sehen, hier auch nicht. Sehr schön. Und Munition für uns, perfekt. Da unten läuft einer rum. Schön zu sehen. So. Schönes Bild aus der Entfernung. Sieht cool aus. Da hinten läuft einer. Seht ihr? Der dürfte nicht mehr in der Zone sein. Das bedeutet, der wird früher oder später hier runterlaufen. Ich denke mal, da oben sind auch die Fights gerade. Da oben war einer auf dem Dach. Den habe ich gesehen. Da ist er nämlich. Wir haben ihn auf jeden Fall gehittet. Getötet haben wir nicht. Schade. Ich denke mal, der ein oder andere möchte gerne das Auto haben. Von daher werden wir uns hier jetzt erstmal sichern. So, wir stellen mal hier alles ab. Weil ich ganz genau weiß, wo er ist. Sehr gut. Fuck. Aua. Von wo? Irgendwas sichtbar, Leute? Nicht sichtbar. Mist. Schnell den Erste-Hilfe-Koffer nutzen, weil sonst sind wir am Arsch. Oh. Entweder guter Schütze oder gutes Versteck. Ich sehe ihn leider nicht. Wir haben zwei, die auf uns schießen. Von da haben wir definitiv die Scheißposition. Und das nicht nur wahrscheinlich, sondern wir haben die Scheißposition. Hm. Ach, schade. Schade. Mann, aber auch. Naja, Platz 10, immerhin 525 Punkte als Belohnung. So lässt sich's leben. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut, Leute.